Also ich habe gesehen, es gibt Peter Griffin in Cyberpunk und ich habe mir zuerst gedacht, what the fuck, safe and fake, aber dann habe ich mal nachgeschaut und es funktioniert tatsächlich. Und heute zeige ich euch auch, wie ihr Peter Griffin spielen könnt, okay? Und alles, was ihr dafür machen müsst, also erstmal ein neues Spiel, brauche ich einen neuen Charakter. Und jetzt wählt ihr irgendwas aus, scheißegal was. So, und hier jetzt müsst ihr schon aufpassen. Hier müsst ihr unbedingt wegen dieser Ausgangssituation müsst ihr Street Kid nehmen, okay? Ansonsten könnt ihr Peter Griffin nicht spielen. Nehmt hier Street Kid. Und natürlich, ihr müsst auch als Mann spielen, ja? So, und ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Art Easter Egg. Keine Ahnung warum, aber ihr müsst jetzt erstmal hier, ihr habt ja den normalen Charakter und dann die Vorlagen müsst ihr alle durchgehen. Hier, drückt ihr mal durch. Wenn bei euch der andere Charaktere vorgeschlagen kommen, ist scheißegal. Ihr müsst einfach nur diese Charaktere hier durchgehen, damit dann irgendwie Peter Griffin freigeschaltet wird. Und hier, den letzten müsst ihr spammen, okay? Einfach spammen, bis irgendwie mal ein Dicker oder so kommt. Jeder hier sieht ein bisschen dicker aus, okay? Also, jetzt habt ihr diesen Charakter. Und das nächste, was ihr machen müsst, ganz wichtiger Step, Leute, das ist der wichtigste Step überhaupt. Ihr geht jetzt hier auf Google, YouTube und dann Koraller Typ. Jetzt hier abonnieren, Leute, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke. Hier abonnieren. Digga. Okay, ich habe diesen Kanal bereits abonniert, weil ich auch Peter Griffin habe. Ihr müsst den Kanal abonnieren und dann noch die Glocke aktivieren, okay? Und dann easy. Jetzt gehen wir wieder zurück in Cyberpunk. So. Stimmlage von Peter Griffin ist eher hoch. Es ist nicht feminin, aber sie ist hoch. Deswegen müsst ihr hier auf feminin stellen. Und jetzt Hauttyp, Hautfarbe natürlich, sorry. Peter Griffin seine Hautfarbe einstellen, okay. Drückt ihr hier drauf. Und ja, jetzt kommt der finale Schritt. Ihr müsst. Okay, ich find's gerade nicht. Hier. Ihr müsst bei Genitalien. Die müsst ihr aktivieren, okay? So, jetzt habt ihr die aktiviert. Und jetzt dürft ihr nicht auf Penis 1 gehen, okay? Ihr müsst auf Penis 2. Ganz wichtig. Und jetzt stellt ihr einfach eure eigene Penisgröße ein. Also nicht Standard, nicht der Durchschnitt, auch nicht groß. Klein, okay? Klein. Ihr müsst klein einstellen. Haltet euch einfach an euch selbst. Und dann, sobald ich jetzt klein einstelle, okay? Erscheint Peter Griffin. Das ist so random, aber es funktioniert einfach. Okay, ich zähle es bis 3, 1, 2, 3.